Yo Leute, lila Leute, hier ist der Gusua am Start. Hinten dran sitzt der Disiax und kann auch noch was erzählen. Moin, moin. Die Sache ist, die wir noch zu erzählen haben, ist, das Video kommt ja später raus, also heute haben wir ja wieder Montag. Disiax besucht mich. Yeah. Oh yeah. Und Lichtle besucht mich. Yeah. Oh yeah. Und ja, das Ganze nächstes Wochenende. Und da gucken wir mal, was so abgeht in Hamburg City. Mal Genau. schauen. Da werden wir dann, denke ich mal, auch nochmal ein bisschen, ja, wenn irgendwie Abo-Meeting oder sowas ansteht, wird garantiert auch nochmal die eine oder andere Unterschrift gegeben. Genau, so Apropos schaut's aus. Unterschrift, mittlerweile bekommen wir natürlich auch wieder ein paar Fragen. Und zwar, ja, ich habe Disiax einfach mit dabei gelassen, weil ich mir dachte, ey, komm, der ist eine coole Sau, der kann dann eben auch was dazu sagen. Also erstens möchte ich natürlich diese WTF-Base richtig feiern. Ach so, nebenbei, ich muss mal Bildschirmübertragung anmachen, macht fast mehr Sinn. Genau, Kleinen ja, das wäre Moment. vielleicht sinnvoll. Ich mache mal die Bildschirmübertragung selber auf die Fragen. Auf die Genau. Base jetzt gerade nicht, die ziehe ich dir gleich nochmal kurz rüber. So, ich habe diese Jax auch die Base gezeigt, also die geht ja mal richtig gut ab. Ja, what the fuck, Base macht seinem Namen natürlich alle Ehre. Der hat bei uns angefragt und da habe ich mir einfach gedacht, komm, okay. Also von der what the fuck Base, der hat es echt verdient, mal gezeigt zu werden, würde ich mal sagen. Nee, also läuft natürlich richtig bei ihm. Aber ich kann mir halt wirklich richtig gut vorstellen, dass man halt echt mit Town Hall 9, Town Hall 11 dann halt echt keinen Loot mehr bekommt. Nee. Und dann ist es natürlich echt auch schwer, dann so eine Base dann hochzumachen. Auf jeden Fall. Fast schon unmöglich, kann man ja schon Ja, fast also, sagen. naja, weil man sich halt irgendwie sagt, ja, gut, okay. Ich krieg halt den Loot nicht so gut und dann brauche ich halt ewig zum Beispiel, um den Wächter zu machen und so weiter und so fort. Das wird natürlich eine übelste Packung. Aber genug philosophiert. Jetzt wollen wir mal zu ein paar Kommentaren kommen, die ihr mir geschrieben habt. Und zwar schreibt der Michael Eigner: Hallo Gusua, ich wollte dich fragen, ob man im Internet was über deine Lebensgeschichte findet. Will nämlich ein Referat über dich machen. Wäre sehr dankbar, wenn du mir behilflich sein könntest. Ja, die Sache ist die, es gab mal ein Faktenvideo von mir. Einfach mal eingeben. Kleinen Moment, ich kann das ja mal kurz machen. Das ist ja jetzt nichts Heimliches oder so. Internet Explorer. Und ich habe hier auch nichts zu verheimlichen, soweit. Und zwar gehen wir dann mal auf. Doch, ich glaube Fakten. Fakten Gusor. Ich gucke einfach mal. Genau. Das neue Intro. Yeah, Gusor Straße. Ja, also jeder andere hätte natürlich gesagt, gut, okay, da gibt es vielleicht einen Gusor Weg. Nein, es gibt eine Gusor Straße, ist ja wohl ganz klar. Die wird ziemlich hart gefeiert in Letschin. Yeah. Ja, auf jeden Fall. Nee, also folgende Nice. Sache natürlich. Die Straße wurde nicht nach mir benannt. Na. Hier, kleinen Moment, hier nochmal Stell dir kurz das mal da. vor, du hast halt einfach so eine Gusor Straße. Straße. Nee, das, ja genau, Und hier so chillst da. PewDiePie ist zwar ein guter Let's Player, aber tja, hat er eine eigene Straße. Nee, Na. also auf jeden Fall, ich glaube, das gab mal in einem Faktenvideo. Ich gucke nochmal kurz bei YouTube selber. Und dann Fakten Gusor. Ich bin der Meinung, da hatte ich mal ein Okay. Faktenvideo. Da hattest du mal 8K. irgendwas. Nee, es könnte aber auch sein, dass ich das auf meinem anderen Kanal gemacht habe, auf Real Freestyle. Aber ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich glaube mal wirklich, jeder, der ein aktiver Abonnent ist, kann genug über mich sagen. Also zum Beispiel, dann gibt es halt noch das Video mit Mein Geheimnis. Ich gucke mal gerade, Geheimnis. Gusos Geheimnis ist Genau, dabei. Geheimnis Gusua. Ich gucke mal gerade. Ja, genau, mein Geheimnis da. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich im Auftrag für die Telekom unterwegs bin. Und ansonsten, ja, ich werde dieses Jahr 30. Ja, viel mehr braucht man da gar nicht wissen, finde ich. Nee, also von daher läuft das auf jeden Fall. Aber ja, ist natürlich eine coole Sache, dass du ein Referat über mich machen möchtest. Also dafür natürlich einen Daumen nach oben. Ja, das ist echt krass, das ist echt krass. Ich. Jetzt fragte Leo Lamok, was ist Sepp Quake? Ganz einfach. Sepp Quake, also Blitz und dann Quake. Quake.
Also so schwer ist es nicht. Also ja, ist halt wirklich die Möglichkeit halt wirklich zum Beispiel Only Dragon, besonders im CW ganz gut angesehen. Sprich, die Luftabwehren halt zuerst Erdbeben rauf, dann halt geblitzt, dass die halt weg ist und dann halt mit Drachen angreifen. So schaut's aus. Jetzt gucken wir mal, was hier sonst noch geht. Ja, genau, hier jetzt wurde noch geschrieben, hier auf dem Video, hier auf die letzten Sekunden, also dieses krasse CW-Ende mit dem Fehler, wurde halt darauf hingewiesen, dass er zu viele Loons gebraucht hat, um die CB zu locken. Weißt du das noch? Ich weiß das noch, ich bei dem Angriff, wo ich mir dachte, nee. Alter, ja, wann macht er denn da mal endlich und so weiter und so fort. Und okay. Dann war auf einmal seine ganzen Truppen weg. Das war das Ding, wo er einfach mal die 4 Lava-Hunde verballert hat. Ach so, ja, easy. wo ich dachte, Alter, ah, what? Stimmt, doch, ich weiß, was du meinst. Also da stand ich auch echt da und dachte, okay. So, und zwar Scorpion X Time schreibt, ich schaue dich am meisten, hi Guso, ich schaue dich am meisten von den COC-YouTubern, weil deine Videos immer schön lange gehen und unterhaltsam sind. Also ja, Satzbau ist noch nicht so ganz da angekommen, wo er sein sollte, aber das passt schon. Ich schreibe auch manchmal ohne Punkt und Komma. Das sehe ich bei mir, nee, beziehungsweise Komma ist bei mir so eine Sache. Also ein Komma verwende ich sehr, sehr gerne. Also Komma, mein bester Freund und so. Und wirklich, ich sehe das dann echt so in einem Satz dann irgendwie, nach dem dritten Komma muss ich dann auch denken, jetzt sollte langsam mal ein Punkt hin. Das geht mir ganz, ganz, ganz oft so. Nee, aber ansonsten vielen, vielen Dank dafür. Und es ist ja auch eben cool, dass man eben halt auch, wie gesagt, von euch halt immer wieder Support bekommt und dass es dann heißt, ey, hier kommt eine coole Sache und so weiter und so fort. Das ist halt eben wirklich was, was einen enorm pusht, ganz klare Sache. So, kannst du dir mal mein Dorf anschauen? Wie gesagt, bei Dorfbesuchen bitte einfach unter das Bogencheck-Anmeldungsvideo. Ganz einfach. So kann ich immer schön filtern und kann dann immer einfach random jemanden rauspicken und dann passt das. Genau. Markus Giel schreibt, ich ziehe mir deine Videos rein, weil deine Freude treibt mich bei COC an. Ja, also es ist halt auch wirklich einfach so, ich bin der Meinung, man würde es auch einfach merken, wenn man halt wirklich... dieses, ja gut, okay, ich muss jetzt mal machen und sowas, das kommt halt auch nicht an. Und ich meine, ihr seid nicht doof. Also ihr seid nicht wie, ich sage jetzt mal, wie beim Fernsehen, wo man einfach einen davor setzt, ja gut, okay, komm hier, guck mal und fertig, sondern man kriegt ja die Reaktion mit. Ganz klare Sache. Ja, genau. Ja, vor allen Dingen, ich finde halt irgendwie, es ist auch irgendwie so ein bisschen fast schon wichtig, dass man dabei Spaß hat. Das ist ja meistens auch der Grund, warum bei mir halt nicht so ultraaktiv Videos kommen, weil ich halt einfach nur Videos mache, wenn ich halt Bock drauf habe. Und halt nicht, wenn ich mich dazu zwinge. Klar, die Leute sind dann halt meistens so, hey, warum bist du so inaktiv? Und mich selber ärgert es dann auch manchmal, wenn ich dann vielleicht einen Tag kein Video raushaue. Aber es ist halt einfach so, man sollte einfach eher immer nur dann Videos machen, wenn man auch wirklich Spaß daran hat. Es ist vollkommen richtig. Wenn man auch für andere Sachen dann keine Zeit hat. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Kommentar. Was ich, wie gesagt, vollkommen, das ist die Meinung von jemandem, das verstehe ich vollkommen. Was ich aber gerne nochmal erklären möchte. Alter, du isst während der Aufnahme. Was ich natürlich richtig, richtig gut finde, ist, du hast isst richtig geschrieben. Also dafür schon mal Daumen nach oben. Ja, stopp, stopp, gibt's alles. Reiß dich doch mal für 20 Minuten zusammen. Nee, die Sache ist die, ja, das ist, stimmt, das ist eben dieser, das ist eben wirklich dieser Fehler, den halt viele immer denken. Es sind halt nicht diese 20 Minuten, weil es sind halt wirklich nur 2 Tage in der Woche, die ich Zeit dafür habe. Das heißt also 2 Nachmittage in der Woche. Nein, ich beziehe nämlich kein Hartz IV. Und es heißt also ganz normal, nach meiner normalen Arbeit mache ich das. Und dann ist es halt wirklich so, bei dem Video auf die letzten Sekunden halt, war es halt wirklich so, wir haben halt wirklich in den letzten Sekunden mitbekommen, ey, Alter, krass, ja, der kommt nochmal online und der greift wirklich nochmal an. Und da wäre es einfach zu doof gewesen, da nicht wirklich online und real dabei zu sein. Wir wollten es halt wirklich, die Emotionen, die man da einfach mit reinstecken kann, diese Jax war ja die ganze Zeit dabei, die bringst ja, du halt einfach im Nachhinein nicht mehr so rüber. Genau, und sowieso, das war ja auch einer, sich so, Guso hatte sich Essen geholt, dann kommt er zurück und so, ey, die greifen hier noch an, genau. Und dann so, nehm schnell auf, und dann war er schon am Essen, das heißt, er war schon am Essen, als wir überhaupt dann angefangen haben aufzunehmen, das heißt, war eigentlich gar nicht mehr geplant, das war... Ganz genau. Deshalb, also... Und so unprofessionell, ja, wie gesagt, das ist halt eben, wenn das für dich
unprofessionell wirkt, ist das vollkommen in Ordnung. Also klar, es ist jetzt nicht die Professionalität in Person. Die Sache ist aber die, ich bin jetzt zum Beispiel Wobei ich nicht auch schon. bei Rocket Beans oder sowas angestellt, sondern ich mache das halt wirklich in meiner Freetime und da kann ich mir den Grad der Professionalität meines Videos durchaus selber aussuchen. Genau, Und vor allen Dingen ist von es halt ja daher auch passt irgendwie so, ich das. verstehe gar nicht, das wird immer so definiert, wenn man im Video was isst oder wenn man im Video was trinkt, das ist unprofessionell. Frage ich mich halt immer so, warum denn? Ne? Ja. Also rein realistisch gesehen, also wenn irgendein YouTuber in seinem Video Hunger hat, dann soll er doch irgendwas essen. Ja, juckt mich doch nicht. Ja, Also, ja. Nee, also ach, keine Ahnung. na, wo ich halt, wo auch das, ich hatte dazu mal ein Video gehabt, wo ich Okay. halt dann auch, wo es halt wirklich ein bisschen sehr krass dolle war. Und da kam halt wirklich eben von vielen dann, ey, hier, pass auf, das geht gar nicht und so weiter und so fort. Und sowas, dann weiß man, aha, gut, okay, ey, komm, das war ein bisschen sehr krass, okay, in Ein Ordnung, bisschen man ändert das. over, ja, So, over. aber wie gesagt, bei dem Video war das Ja, also. vollkommen human und ich habe da jetzt nicht irgendwie ins Mikro geschmatzt oder sowas, weil das Genau. ist klar. Also das sollte man dann auch nicht machen. Weiter geht's. Philipp Böhm schreibt, danke für diese gute Unterhaltung. Bei dir muss man einfach immer mitfiebern. Deshalb schaue ich deine Videos einfach so gerne. Good job, weiter so. Vielen, vielen Dank dafür, Philipp. Ja, wie gesagt, es ist halt einfach wirklich auch so, dass man eben dieses Feedback halt immer wieder auch von euch bekommt. Und das ist halt das, was mich dann wieder anpusht. Lange Videos sind geil, Gusua, schreibt der Sir Player Lot HD. Ja, klar, also wie gesagt, deswegen wird dieses Video natürlich auch wieder schön lang. Hier haben wir wieder einen Gegner, den wir angreifen können. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, den werde ich auch angreifen. Du siehst ihn jetzt zwar gerade nicht, aber das tut Jo. mir leid, aber ist auch egal. Ha, alles klar. Weil deine Meinung ist mir eh total egal, du Ach so, okay, gut. Ich weißt. bin da mal weg. Nee, Spaß. Ja, guck Also. mal hier. Ich bin schön ein Vollhorst. Ich greife erstmal ohne Queen an. Ja, lassen wir mal lieber sein. Das heißt, ach, die Queen ist nicht mal im Dings. Okay, das hat sich, glaube ich, voll Ali. Schön. Ich skippe die ganze Zeit schön. Nee, okay, dann gibt es mal hier ganz. Nee, obwohl. Ja, doch, 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 doch. Was? Ich mache mal kurz einen Cut. So, da sind wir wieder. Ich trete hier mal kurz bei und werde euch dann ein paar Gameplays noch zeigen, tun, machen. Und nebenbei kann ich noch mal schön was schreiben. Oh, auch nice Loot auf jeden Fall. Ich mache mal ein bisschen auf dichter dran. So, Lukas Espig schreibt, Diziax labert nur Scheiß. Auch nicht schlecht, das ist natürlich ziemlich geil, Ja, dass der Diziax okay. da auch natürlich direkt dabei ist und was dazu sagen kann. Diziax, was hältst du von diesem Kommentar? Hä, wie viel Apfelbirnen kann man eigentlich übermorgen kaufen gehen? Na, besser sind die Erdbeeren draußen. Ja, stimmt, aber wenn man in den Flieger steigt, kann man eigentlich auch draußen fahren. Ach so, okay. Das könnte natürlich auch sein. Ja, nee, Spaß, aber. Ja, keine Ahnung, ich weiß Das nicht, unter welchem Video das jetzt nee, war. das ging um die letzten Sekunden im CW. Das ging darum mit der prozentualen Anzeige, Ach wo so, du halt ja. einfach wirklich hart Ja, ich verkegelt dachte halt, das wäre echt so, Mann. Ja. Was kann ich denn dafür? Richtig. Ja. Also ja, da hat diese Jax wirklich nur Scheiße gemacht. Und jetzt kommt der Wuwu. Oh Mann. Da wäre es halt gut, wenn die Neuner Gohoggen, die Basen, war ja echt nicht gut. Doof sowas. Ja, also es ging Aha. darum halt, wenn wir halt da Gohogg verwendet hätten. Aber wie gesagt, ich mache mir da auch Hätte. selber keinen Vorwurf. Also ich fand, mit meiner Leistung war ich da eigentlich CW-mäßig ganz zufrieden. Das hat eigentlich gepasst. Dafür, dass ich halt auch wirklich sonst eben nicht Only Dragos verwende. Da passte das eigentlich ganz nice. Aber wie gesagt, also, ja, wir wollen da keine Namen nennen. Fällt die Bäume. Und dann, ja, das war schon übel hart daneben. Aber wie gesagt, das ist alles auch nur ein Spiel. Also, es ist halt wirklich nicht so, dass man jetzt sagt, oh ja, was ist denn, also klar, in dem Moment halt vom CW halt sagt man sich, oh, was ist denn das für ein Sack oder so, klar. Aber das ist danach wieder vergeben und vergessen und dann passt das. Also von daher ist das auf jeden Fall okay. So, weiter geht's. Weiter geht's. Trotzdem super CW, schreibt Michi Gamer, genau. Geiles Video. Ja, wie gesagt, Dorfbesuche kommen ja immer mal wieder. Gewinnspiel to go, schreibt bitte öffne nicht den Kommentar. Okay, dann hör halt nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du aber schon hier bist, ein gratis iTunes-Gewinnspiel.
auf meinem Kanal mit einer Mit 63,3367%igen Chance zu gewinnen. Nein. was? Ja. Wie tief Egal. kann. Tino schreibt, kaum von der Schule zu Hause, gleich Gusua gönnen. Ganz genau so sieht's aus. Andersrum geht es mir natürlich genauso. Ich komme gerade von der Arbeit und gönne mir natürlich gleich wieder COC. Ganz klar. Henzo Hertling schreibt, schaut auch mal bei mir vorbei. Ja, wie gesagt, so eine Sache würde ich an deiner Stelle nicht machen, Machen. weil Ich würde auch es nicht bei dir eigentlich nie, vorbeischauen. nie, nie, nee, nee, das geht Nee, nicht nicht darum, was. das geht einfach nicht darum, sondern es geht einfach wirklich darum, dass du dir da einfach wirklich Nur extrem Hate holst. viele Hater ranholst und die Leute, die dann kommentieren oder wie auch immer, die möchtest du dann im Normalfall nicht auf dem Kanal haben. Also von daher, wirklich, es ist wirklich eine Arschaufgabe, ganz klare Sache. YouTube ist nicht leicht, YouTube ist da eine fette, Vor allen Dingen hässliche am Bitch. Anfang. Aber es ist halt so, einer muss rauf. Nee, Man muss. also es ist halt wirklich so. Ich weiß wirklich, ich will nichts Heute, Falsches als sagen, ich aber am Anfang. für die ersten 200 Abonnenten waren es halt bei mir wirklich 2 Monate. Ja, du Und brauchst 10 Jahre. Ohne Spaß. Es dauert 10 Jahre, bis du überhaupt irgendwas schaffst. Du bist eigentlich der Größte. Du bist eigentlich, wenn du so gerade anfängst mit YouTube, bist du eigentlich das größte Opfer mit auf ja, YouTube. da hast du recht. Nee, Ja, da gebe ich dir komplett recht. also jetzt nicht, dass man Opfer ist, weil man schlechte Videos macht oder so. Das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen. Man macht, es kann ja auch gut sein, dass wenn man gerade neu anfängt, dass man gute Videos macht. Aber der YouTube-Suchalgorithmus wird dich nirgendwo einstufen, der wird dich nirgendwo hinpacken. Ja. Das heißt, es kommen immer nur ganz, ganz selten wirklich Leute auf deinen Kanal und deshalb geht es halt am Anfang wirklich extrem langsam voran. Deshalb finde ich es halt echt vor allen Dingen am Anfang extrem wichtig, dass man aktiv ist, dass man am besten wirklich jedes Kommentar, was man dann bekommt, beantwortet, dass man versucht, so nah wie möglich mit den paar Abonnenten zu sein, die man hat, weil dann baut man sich so nach und nach so eine etwas festere Community auf. Klar, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 15.000 Abonnenten hat, dann ist es noch ein bisschen was anderes, weil dann finden viel mehr Leute deine Videos, dann das geht dann halt alles ein bisschen schneller. Aber am Anfang ist wirklich wichtig. Deshalb sagt man ja auch so schön, dass man YouTube nicht mit wegen Geld anfangen kann, weil man dann halt ganz einfach wirklich so gut wie nie was erreichen wird, weil ja, weil Weil man du halt halt am einfach dann nicht wirklich Anfang, dabei vollkommen bist. richtig, weil du halt am Anfang besonders nach 1, 2 Monaten definitiv aufhören würdest. Ja, weil du halt Weil nicht wenn wir vorangehst. euch sagen würden, was wir am Anfang verdient haben, würdet Na was, ihr wir verdienen ja alle jetzt noch nicht mal sagen, großartig ja klar, also irgendwas. es ist ja, es ist auch wirklich so. Also es ist, ich sag mal so, von uns beiden Ja. verdient keiner so viel, dass wir davon leben könnten. Sagen wir es mal so. Nicht Ganz mal, einfach. ohne Nicht Spaß, halt nicht mal ansatzweise, nein. ansatzweise. Also es ist effektiv so, wenn bei mir ein guter Tag auf Arbeit ist, verdiene ich mehr, als ich im Monat mit YouTube verdiene. Fertig Ja. aus. Es ist einfach so. Und von daher, klar, es ist halt auch so, ich verdiene von der Arbeit gesehen halt auch relativ viel. Klar. Besonders auf die Stunden gerechnet, die ich arbeite, aber das gehört hier nicht hin, weil sonst meckert mein Chef wiederum. Nee, also, aber von daher ist es halt wirklich so. Also, wenn man halt wirklich YouTube wegen dem Geld anfängt, Hast man verkägert. wird man es wirklich nicht durchhalten. Wird man es nicht durchhalten. Und ja, das ist halt einfach so. Ganz klare Geschichte. Also das kriegt man einfach halt nicht hin, weil man halt einfach da überhaupt dann nicht mehr die Motivation hat und deshalb ist halt echt extrem wichtig, dass man YouTube halt wirklich für den Spaß anfängt und nicht für den Fame und was auch immer. Lukas schreibt noch, bitte mach die Videos länger. Ja, wie gesagt, das hat man halt öfter. Manche sagen aber auch wiederum, ah, nee, 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 nicht so lange. Dieses Video wird auch wieder eskalativ lange. Aber wie gesagt, dann hat man halt auch wieder ein paar Sachen durch, auf jeden Fall. Ich guck mal gerade, ob ich die Vor allen Dingen, Base ich finde, gerade so hatte. Genau, ja. Kommentarvideos kann man ruhig mal ein bisschen länger machen, weil das schauen dann auch wirklich nur die Leute an, die halt wirklich sich so ein bisschen interessieren, was so in der Community abrasert und die sind dann auch bereit, so ein längeres Video mal zu schauen. Zumal man hier jetzt auch einfach mal nebenbei einfach mal einen Queen Walk vom Feinsten sieht. Und hier habe ich ja gehört, es ist kein reiner Queen Walk, sondern es ist eine 3-Sterne-Taktik. Ja, ich lerne ja dazu, so ist es nicht. Ja, dazu ist zu sagen, dass man halt wirklich mit den Schweinen, wenn man sie halt hier, ja, der Echte hat es auch einfach ein bisschen auf der Tasche, muss man jetzt mal sagen. Er hat einfach die Heal-Spells mal richtig gedroppt, auf jeden Fall. Und dann ist halt wirklich eigentlich die Queen
hier mehr oder weniger gar nicht so im Fokus, sondern wirklich halt die Schweine regeln hier halt tierisch. Wie der Name schon sagt, Schwein ist halt ein Tier, Ja, deswegen tierisches Regeln. Also ich ach glaube, ihr Mann. wisst, was geht. So, jetzt gucken wir mal. Nee, aber wie gesagt, ansonsten ist das echt eine coole Nummer hier. So, gucken wir mal. Nee, sowieso. Aber ja, halt mit dem YouTube, Leute. Also wenn ihr das anfangen müsst, ist halt wirklich aus Überzeugung anfangen und wie gesagt, Geld verdienen. Wir haben jetzt beide so ungefähr 20.000 Abonnenten und damit verdient man. Also man kann einfach sagen, es ist so gut, eigentlich gar nichts. Ja. Also für die Arbeit ist es wirklich nichts. Da geht dir Zeitung austragen und na gut, okay, das ist jetzt passt jetzt nicht so ganz, aber Aber nee, nee, nein, 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 ist doch aber, nee, es ist doch einfach ein greifbarer und guter Vergleich. Ist es ja. doch. Weil, wenn du halt Zeitung austragen gehst, was verdienst du da die Stunde? Was weiß ich? Ich werfe jetzt mal was in den Raum, 5 Euro oder so? Naja, Oder? mehr. Guck mal, du gehst Zeitung austragen ist mittlerweile übelst krass Ja, gepayert. dann Du gehst du gehst hier viermal die, irgendwie du Playboy gehst nee, austragen, ne? ja klar, aber du gehst halt viermal im Monat Zeitung austragen und getterst dafür so 150 Euro. Ja, und wie lange gehst du dann jeweils in diesen, Ja, also. vielleicht eine Stunde. Aber du kannst halt What? nicht mehr machen. Ja, du kannst halt nicht mehr machen, weißt du? Du, warte, warte, warte. Also, das heißt effektiv, für 4 Stunden im Monat Ja. kriegst du wie viel? 150 oder so. Zumindest war es bei meinem Freund so. Alter, rechne das mal hoch. Das ist ein Ja, übelster klar, aber du Stundengel. kannst, du, ja, aber du kannst ja nicht mehr arbeiten. Ja, nee, 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 schon Verstehst du klar, das? Du aber. bist ja festgelegt. Das heißt, im What? Endeffekt ist es nicht wirklich viel, weil du ja nicht mehr arbeiten Also kannst. geht auf jeden Fall Zeitung austragen. Also nee, weil wie gesagt, wenn diese Rechnung stimmt, dann geht das mal mega ab. Also, aber es ist schon richtig. Also mein Also Freund ist einmal die, ja. für die Zeit, die man halt wirklich auf YouTube oder in YouTube investiert, ist es halt wirklich so. Da brauchen wir uns da nicht drüber unterhalten. Also das ist halt wirklich so, dass das hier, da hätte ich, da, also dieser kann das jetzt gerade nicht sehen, aber hier hätte ich halt gerade die Queen nicht geraged, weil es mir halt beim Rage wirklich um die Heiler geht. Aber er hat schon vollkommen recht, weil die Heiler brauchten die Queen gerade gar nicht heilen, weil sie nicht kaputt war. Von daher passt das. Nee, das ist aber nur so ein kleiner Einwurf. Jetzt kommt noch mal eine andere Nachricht. Mir macht es nichts aus, wenn du im Video was snackst. Ja, genau, so sehe ich das nämlich auch. Also wie gesagt, das passt alles. Ich esse hier jetzt nicht irgendwie so ein Fünf-Gänge-Menü. Und das ist halt einfach so. Mit was nimmst du auf? Let's Play with Carrie schreibt das. Und zwar, ich nehme mit Camtasia auf. Ist wirklich vom Programm her arschgeil. Kann ich echt gar nicht meckern. Und hat halt alles drin. Das heißt, also es nimmt meinen Ton auf. Ich habe einen Rathaus draußen. Okay, läuft auch bei mir. Es hat Camtasia doch ein Nimmt Rathaus den. draußen, also ist mega geil, Nee, nimmt klar. den Ton auf, nimmt die Webcam auf, nimmt das Bild grundsätzlich auf. Von daher echt, ja, so eine. Ja, Allround-Lösung, so ja. eine eierlegende Wollmilchkuh, sagt man so. Ich weiß nicht, ob man das. Würdest du das mittlerweile noch so auf dem Schulhof sagen? Eierlegende Wollmilchkuh? Nee, ich glaube nicht, aber. Okay. Dann Nee, würdest aber du ich, sagen. man weiß, was du meinst, denke ich mal. Egg Ist halt so. laying wool Ultimate Double Triple Milk Cow, genau sowas. Nee, Jam Spaß. Cow. Die übelste Jam Jam-Cow. Cow. So, ich habe hier gerade einen Gegner. Und will den eigentlich abrasern, weil der 2K Dunkles hat, aber. Hashtag Jamco in die Kommentare. Das Egal, ist hier, komm. so. Was aber auch Egal, echt krass Drago. ist, so ich bin vor allen Dingen, was Erzähl. auch nochmal, wo man so auch ohne dass jetzt Kommentar ist, so kriegst du locker auch so Kommentare, wenn Leute fragen, ob man mal mit ihnen aufnehmen kann, ja, und dann haben die vielleicht nicht mal ein Video oder sie haben ein Video, aber es ist halt qualitativ. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir so ultra qualitativ hochwertige Videos haben, aber wir haben halt schon so ein bisschen den Standard und dann haben die so übel das Rauschen im Mikrofon. Dann fragen die halt, ob man mit denen aufnehmen kann und dann sage ich halt manchmal so, sage ich halt meistens, also bei Leuten, wo ich mir ganz sicher bin, dass es halt nicht wirklich passt, sage ich halt meistens halt, nee, vielleicht ein bisschen ein andermal oder so. Oder bei Leuten, wo ich halt so am Überlegen bin, das könnte man eigentlich mal machen, da edite ich die meisten mal in Skype und dann Ja, schaut man immer mal. bestes Aber Beispiel, sorry, wenn ich ja. unterbreche dich immer wieder. Bestes Beispiel ist halt wirklich diese Sache zum Beispiel. Also, weil viele sagen dann, ja, naja, du machst ja nichts mit mir, weil ich halt eben noch klein bin oder weil ich, beziehungsweise weil ich halt nicht so viele Abos habe. Ich gucke halt zu 95% nicht auf die Abos. Das seht ihr halt einfach daran. Zum bestes Beispiel halt wirklich Lichtle. So, Ja. ich habe mit Lichtle aufgenommen. Da war er
so klein. Kartoffelbillen. Also so klein. Und einfach, weil es Fun gemacht hat, weil es Spaß gemacht hat. Und dann habe ich auch zum Beispiel mit, nicht mit Gronkh, mit Gronkh wollte ich gerade raushauen. Nee, Ja, ich habe auch und mit Gronkh aufgenommen, da war der auch noch ultra klein. genau. Nee, also als ich zum Beispiel mit Clash King Hofi aufgenommen habe, er hatte halt wirklich, ich glaube, er hatte 10 Subs. Und wo ich halt Ja, gesagt habe, hey, sein Content ist halt einfach mega geil und fertig. Oder jetzt bestes Beispiel, vor kurzem erst mit Kev Go Around, wo du eben auch mit dabei warst, Diziax. Wo ich halt sage, hey, wenn mir der Content gefällt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann kann man das auch machen. Und dann geht es halt eben nicht um diese, oh, der hat ja unter 1K Subs. Aber wie gesagt, jetzt auch einfach wirklich an jeden anderen, der halt wirklich sagt, oh gut, okay, komm, ich schnapp mir hier einfach mal einen YouTuber und dann wird das schon laufen. Das ist eventuell der einfachste Weg, sage ich jetzt mal, aber der Weg wird nicht wirklich was bringen, Ja, vor allen weil... Dingen das Ding ist halt das, wenn man darauf, viele sind ja dann auch so ein bisschen darauf angespielt, das will, glaube ich, keiner abstreiten, dass man da schon so ein bisschen dann auch die Abos vom größeren Ja, YouTuber im Auge und das wird hat. nie Also, passieren. Das wird nie passieren, weil... Oh yeah, gratis. Ja, die Base war aber. Also er hier stand bei einem drin, fett gratis und ein Pfeilchen. Und dann, ja, gab es den Loot, aber der hatte nicht wirklich was. Also so wie du deine Base gemacht hast, aber du hattest halt eben Loot. Und er hat halt keins. Von daher, naja. Nee, aber um auf dieses Ding nochmal zurückzukommen mit dem. Ja, ich kriege ja jede Menge Subs von einem großen YouTuber. Das wird nie passieren. Das heißt also, zum Beispiel, als Lichtli jetzt zum Beispiel ein Video gemacht hat und mich direkt im An, ja, in der Einführung sogar direkt erwähnt hat, und nochmal meinen Link gleich als erstes reingetan hat, ist es halt so, da kommen irgendwie 10 Subs oder sowas bei einem YouTuber, der über 200k hat. Also von daher ist es halt wirklich so, was ihr euch davon erhofft, ist eher im anderen, also im Umkehrschluss zu sagen. Also sprich, wenn ihr sehr, sehr, sehr guten Content habt und dann mit jemandem irgendwas zusammen macht, der zwar mehr Subs hat, aber halt schlechteren Content liefert, dann kann es sein, dass ihr halt jede Menge Subs dazu bekommt. Aber ansonsten passiert da nicht viel. So ist das leider. Kann man ja einfach mal so sagen. So, jetzt gucken wir gerade mal hier die letzte Frage noch. Bist du noch da, Dizziax? Fail, ich laber jetzt die ganze Zeit, bin gemutet. Wow. Ey, das passiert dir neuerdings ganz schön oft. Ja, ich weiß, ich habe gerade sowas von der Koro-Drogerie gesnackt und dann habe ich mich halt gemutet, damit es nicht so Ach so, rumgrabbert. okay. Aber naja, Ah, genau, auf jeden apropos Fall. Korogodrogerie, erzähl mal. Was erzähl mal? Ja, wie sieht's aus? Was ist das? Komm, jetzt hau mal raus hier. Ach so, okay, ja, ich muss hier natürlich hart promoten, nicht Spaß. Koro-Drogerie ist halt einfach eine Online-Drogerie, wo du halt so Trockenobst und alles Mögliche halt ordern kannst. Und ja, dafür kannst du halt meistens einfach mal so anfragen als so YouTuber, auch schon relativ im kleinen Bereich. Und dann dir die halt einfach mal so 50 Euro Gratisware im Monat oder halt jetzt 100 Euro oder sowas. Und du kriegst halt kein sonstiges Geld dafür, was an sich dadurch ja auch kein Product Placement oder so ist. Du kriegst halt einfach nur die Gratisware und ist halt eigentlich schon ganz geil. Weil, wisst ihr, ich würde halt an sich nie Geld dafür ausgeben, nicht weil es irgendwie schlecht ist, sondern einfach, weil ich was Besseres mit meinem Geld zu tun habe, als mir irgendwelche Bananenchips oder so zu kaufen. Aber ist halt eigentlich ganz nice. Auf Das jeden halt, ja. Fall. Nee, also das ist auch so eine Sache. Deswegen könnte ich mir das bei mir halt selber auch vorstellen, sowas zu machen. Weil, wie du es halt einfach sagst, ich will mich dabei nicht irgendwie verstecken oder sowas, dass ich jetzt sage, oh, naja, ich, was weiß ich, zum Beispiel jetzt bei einem Spiel oder sowas, oh, jetzt will ich das irgendwie, ich will zwar von denen Geld bekommen, aber eigentlich möchte ich nicht erzählen, dass ich dafür Geld bekomme. Hey, ganz einfach, also wenn man halt so ein Product Placement machen möchte, dann soll man doch da einfach dazu stehen und sagen, ey, pass auf, ich habe das halt bekommen, das ist meine Gegenleistung, die ich dem Unternehmen dafür gebe. Wo ist das Problem? Warum denn nicht? Und von daher könnte ich mir das auch vorstellen. Ich habe mir das nämlich bei der Koro Drogerie auch schon mal durchgelesen. Die haben gesagt, ab 10k Subs
Im YouTube-Bereich wären die dabei. Und da würde ich halt meiner Frau dann immer gerne mal so ein paar, wie du halt sagst, eben Trockenobst und sowas, futtert die eh immer immens gern, weil die halt eben auch hier auf Figur achtet und sowas und hier ja kurz vorm Sixpack ist und so. Und hast du dich wieder gemutet? Nee, nee. Geht doch vielleicht. nee, und da achtet die halt eben extremst drauf. Und ja, da dachte ich mir halt auch, oh ja, das wäre ja eigentlich eine ganz coole Sache. Und von daher wäre das für mich auch gar nicht irgendwie schlimm zu sagen, ey, gut, okay, passt auf. Ich werde jetzt hier von einer Koro-Drogerie gesponsert und fertig. Ganz Ja, klare vor allen Sache. Dingen, also man muss halt auch nicht immer so wegen allem furzlang da rumcryern, was man irgendwie bekommt, weil man ist halt YouTuber und man hat das sich erarbeitet, warum soll man da nicht irgendwas gaddern? Deshalb verstehe ich nicht, es gibt ja wirklich so extreme YouTube-Money-Haters, sagt man ja so schön, die halt einfach mal wirklich vor allen Dingen die großen YouTuber, weil wisst ihr, wenn irgendeine Bibis Beauty Palace einen scheiß Product Placement für irgendein Haarshampoo macht, soll die das doch machen? WTF passt doch zu ihrem Kanal. Da habe ich einfach, da verstehe ich nie, warum das so gehatet wird. Ja. Das ist doch scheißegal. Die hat sich das erarbeitet, ihren YouTube-Kanal, dann kann die jetzt auch damit Geld machen. Das ist doch, verstehe ich nicht. Also ihr wollt mir doch nicht erzählen, wenn ihr so groß werdet und euch irgendein Unternehmen anbietet, hier, du kriegst 10.000 Euro dafür, dass du das scheiß Shampoo in die Kamera hältst. Oder Ja. 10.000 ist übertrieben jetzt. Ein bisschen, Naja, wobei, nee, ist nicht. naja. Ist, nee, nee. Na, kommt drauf an. Es kommt echt drauf an. Man muss Ja. immer gucken. Aber sagen wir irgendwie 5.000 Euro dafür bekommst, dass du das scheiß Shampoo einmal in die Kamera hältst, dann, hä, dann würde ich einfach das auch machen. Ist doch klar. Warum Ja. sollte man das nicht machen? Was halt eben wirklich dieser ganz, 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 ganz krasse Unterschied ist halt, ist wirklich dieses, mache ich das und werde Ah, stimmt. dafür bezahlt, dass ich sage, yeah, das ist der geilste Stuff überhaupt. Oder halt, mache ich das, weil ich Geld dafür bekomme, ja, aber nur, weil ich halt sage, gut, okay, passt auf, das und das ist meine Meinung dazu. Das ist ja noch was anderes. Also lasse Genau. ich mir meine Meinung halt wirklich Kaufen, abkaufen. ja. Ja, das ist Oder scheiße. sage ich halt, gut, okay, Also. die Firma hat schon so extrem viel Glück oder so viel positiven Vorteil daraus, dass man überhaupt alleine das Produkt zeigt. Wie ich jetzt hier zum Beispiel bei mir zeige, ey, guck mal hier, ich habe hier eine total geile Game Capture HD von Elgato. So, dann sage ich, gut, okay, also erstens natürlich, ich habe sie von einem Abonnenten gesponsert bekommen, das ist natürlich ziemlich geil. Vielen, vielen Dank dafür nochmal, danke. Und so an sich jetzt, wenn ich die halt eben von Elgato selber gesponsert bekommen hätte, Ja. hätte ich das gesagt, ey, passt auf, ich habe die gesponsert bekommen, kann dafür einfach richtig geilen Stuff für euch machen und fertig aus. Wo hat da jemand ein Genau. Problem mit? Also Der ich ver Hersteller, achso, jetzt will ich dich auch mal ausreden lassen hier. So. Ja, was auch das, ich habe halt nur das Problem, was ich scheiße finde, ist, wenn ich jetzt ein Product Placement für Fußballhandschuhe machen würde. Ja, ich weiß, was du meinst. Dann fände ich Ja. es selber scheiße, weil dann denke ich mir halt so, gut, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Das ist halt wirklich zu 100% fürs Money. Ja, ich meine, du hättest natürlich auch noch besseren, ja, wie Noch soll ich bessere sagen, besseren, Fußballhandschuhe, aber nee, du ansonsten, hättest ne? einfach noch ein besseres Beispiel bringen können, zum Beispiel, wenn du jetzt angefangen hättest, für Tampons Werbung zu machen. Mhm. Das wäre jetzt natürlich noch besser gewesen. Die kann ich mir halt in den Arsch stecken. Weiß nicht, ob das so viel bringt und ob das so gedacht ist, aber wisst ihr, das macht halt echt überhaupt keinen Sinn. Richtig. Und jetzt sind wir wieder so weit, dass ich dieses Video auf jeden Fall teilen muss, weil wir sind bei Na. 37 Minuten. Das war es aber erstmal von Ja, mir, von oder uns. du haust halt wirklich so ein richtig schön Ah, langes. nee, das ist ein bisschen zu krass gewesen. Nee, das wird auf jeden Fall in zwei Nee, Teile komm. geteilt. Hau mal raus, hau mal raus. Einfach so. Für Nee, die das. Ultra-Fans. Okay, für die Ultra-Fans. Also genau, richtig. Kommt, Leute, es wird nicht gecuttet. Und dafür will ich jetzt aber mindestens. Wirklich 800 mindestens Likes. fünf, nein, ja genau, Ne? nein, mindestens 25 Hashtag Ultrafan in der Beschreibung, nicht in der Beschreibung, sondern in den Kommentaren. Auf jeden Das wäre Fall. schon mega geil, dass man halt wirklich sieht, gut, okay, die haben echt bis zu Ende geguckt. Damit zeigt ihr mir halt wirklich, dass ihr den Stuff feiert. Das war's von uns. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte alle Klar- und Unklarheiten beseitigen. Jo. Bis dann. Ciao, Tschüss. ciao.